Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder außerplanmäßig ein Kommentarwunsch von euch. Also viel Spaß mit 4 Fakten über Guilford der Blitz. Guilford der Blitz ist eine der Signature-Karten von Joey und hatte ihren ersten Auftritt gegen Yami Marek in den Battle City Finals in Episode 127. Guilford der Blitz hat 2 Artworks. Das erste Artwork wurde nur in Japan veröffentlicht und ist gleichzeitig auch das für den Anime verwendete Artwork. Das Rush-Duel Artwork ist eine neu gezeichnete Version dieses Artworks. Das bis heute einzige TCG Artwork ist das zweite japanische Artwork. Guilford der Blitz hat 2 Gegenstücke. Guilford die Legende und aktuell Rush-Duel exklusiv Guilford the Rising. Ob oder wie die 3 Karten zusammenhängen, ist sehr schwer zu sagen. Anhand der Namen könnte man meinen, dass Guilford the Rising eine junge Version ist und Guilford die Legende quasi die Endform. Sie haben alle 3 unterschiedliche Attribute, weshalb ich es eher für unwahrscheinlich halte, dass es sich dabei um einen Guilford handelt, der sich in unterschiedlichen Phasen seines Lebens befindet. Und auch sonst deutet eigentlich nichts darauf hin. Vielleicht gibt es Zusammenhänge in dieser Hinsicht, vielleicht aber auch nicht. Wir wissen es nicht. Viele Kriegermonster in Yu-Gi-Oh! Wurden von historischen oder legendenbasierten Kriegern inspiriert. Da würde man meinen, das trifft auch auf diese ikonische Karte zu. Aber dem ist nicht so. Der Name Guilford kommt aus dem Angelsächsischen und wurde erstmals in Kent im Dorf Guildford gefunden, einer Grafschaftsstadt, die auf die sächsische Zeit um das Jahr 880 zurückgeht, als sie erstmals als Gilde Forder erwähnt wurde. Da ich mir aber absolut keinen Bezug zu unserem Guilford damit erschließen kann, belassen wir es dabei. Falls ihr eine Idee habt, worauf Guilford basieren könnte, dann lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Das war's von mir, ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zusehen und möge das Herz der Karten euch leiten.